Die Ukraine hat in der vergangenen Nacht wieder einen Drohnenangriff auf Moskau gestartet. Alle Flugobjekte, die sollen aber abgeschossen worden sein. Das zumindest hat der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mitgeteilt. Schäden oder Verletzte soll es angeblich dabei nicht gegeben haben. 1000 Kilometer entfernt im russischen Rostov am Don sollen ja ebenfalls Drohnen über der Stadt abgefangen worden sein. Dort brennen ja seit bereits vergangenen Sonntag mehrere Dieseltanks, die ebenfalls von ukrainischen Drohnen attackiert worden sein sollen. Das ukrainische Militär rückt nach wie vor in der russischen Region Kursk vor. Die Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bereits 93 Ortschaften eingenommen. Unabhängig sind diese Angaben allerdings nicht zu überprüfen. Zugeschaltet ist uns jetzt Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Oberst der Reserve. Guten Morgen, Herr Kiesewetter. Schönen guten Morgen, Herr Kiesewetter. Guten Morgen, Frau Droste und Herr Hettler. Herr Kiesewetter, welches Signal sehen Sie denn in den ukrainischen Drohnenangriffen, die jetzt auch aktuell wiederum auf Moskau stattgefunden haben? Es sind sicherlich zwei Signale. Das eine ist, der russischen Bevölkerung klarzumachen, dass sie Teil der Kriegsoperation sind, die Russland gegen die Ukraine führt. Und das zweite ist, das hat der Industrieminister Kamyshin schon im Februar angekündigt, dass die Ukraine deutlich macht, selbst eigene Drohnenentwicklungen zu haben, mit der russische Einrichtungen, die im Krieg verwickelt sind, gegen die Ukraine zerstört werden können. Allerdings sind das eher symbolische Wirkungen. Es ist eher die psychologische Wirkung, die hier eine besondere Rolle spielt. Und sie verdient unsere Unterstützung. Der russischen Bevölkerung klar machen, dass sie auch in diesem Krieg stecken, das dürfte jetzt auch diese ukrainische Offensive in der Region Kursk noch mal deutlich machen. Was zeigt das denn in Ihren Augen, dass A, die Ukraine es offenbar schafft, dort weiter auch vorzurücken und dass B, letztendlich seit über zwei Wochen die russische Armee nicht in der Lage ist, das Ganze aufzuhalten? Auch da gibt es wirklich drei sehr wichtige Signale. Das eine ist, dass die ukrainische Regierung der eigenen Bevölkerung zeigt, wir können noch etwas schaffen. Das zweite geht eindeutig in Richtung Russland. Wenn ihr Frieden wollt, dann müsst ihr euch aus der Ukraine zurückziehen. Und wir haben einen Tauschpfand. Und das dritte ist, angesichts der bröckelnden westlichen Unterstützung klarzumachen, dass die Ukraine in ihrem Überlebenskampf weiter sich sehr stark engagieren wird, um deutlich zu machen, was auf dem Spiel steht. Es ist völkerrechtlich ja völlig zulässig, was die Ukraine da macht. Es ist auch nötig, damit Druck auf Russland aufgebaut wird. Und es geht hier natürlich auch in Richtung der russischen Bevölkerung, dass eben klar ist, Putin ist nicht mehr unverwundbar. Putin ist verletzlich, er hat Fehler gemacht. Und damit wird der Druck auf Putin erhöht, wie seinerzeit Prigozhin, als er auf Moskau marschiert ist, sodass der Verhandlungsdruck auf Putin erhöht wird. Und das sind alles sinnvolle Maßnahmen. Ich kann nur hoffen, dass unser Haushaltsstreit in Deutschland, aber auch der heutige Besuch des Bundeskanzlers in Moldau, auch uns Deutschen klarer vor Augen führt, was auf dem Spiel steht und dass wir mehr tun müssen. Ja, und das ist ja sehr interessant, Herr Kiesewetter. Das fanden Marie und ich eben. Zum einen haben Sie gesagt, die Ukraine braucht weiter Hilfe. Auf der anderen Seite sagen Sie, die westliche Hilfe, sie bröckelt. Und dann sprechen Sie natürlich den Haushaltsstreit in Deutschland an. Was bedeutet das, diese Diskussion hier? Wem spielt die tatsächlich in die Hände? Ist das wirklich Wladimir Putin, der sich die Hände reibt, dass der Westen sich jetzt zerstreitet über weitere Hilfen? Herr Hettler, das sind natürlich sehr schwierige Signale. Die Bundesregierung muss Handlungsfähigkeit zeigen, weil wir als wirtschaftsstärkstes Land in Europa so etwas auch sein müssen wie ein Zugpferd. Und wenn jetzt ein Grünen-Politiker sagt, das ist eine Übergangsregierung, so bedeutet das Stillstand. Und wir haben jetzt noch ein Jahr vor uns, etwas mehr als ein Jahr bis zu den Bundestagswahlen. Das können wir uns nicht leisten. Das heißt, der Bundeskanzler muss jetzt Führung zeigen und auch klar machen, er hat es gestern ja bei Sat.1 versucht, dass die Hilfen für die Ukraine nicht auf dem Spiel stehen. Die Wirklichkeit spricht andere Bände. Sie wird im nächsten Jahr halbiert und die Finanzlücken sollen geschlossen werden durch noch nicht vereinbarte Zinszahlungen aus russischem gesperrten Vermögen. Dabei müsste das gesamte russische eingefrorene Vermögen verwendet werden. Das sind über 200 Milliarden Euro. Also es muss hier von Deutschland aus, vielleicht ist das auch eine Chance heute in Moldau, das klare Signal ausgehen, wir werden unsere Hilfe intensivieren. Innenpolitisch ist es sehr wichtig, gerade bei den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen klarzumachen, dass, wenn die Ukraine fällt, Millionen von Flüchtlingen nach Deutschland kommen. Und das ist sicherlich nicht im Sinne der Einwohnerinnen und Einwohner
der eben genannten Bundesländer. Das heißt also, wir brauchen mehr Haltung und Orientierung in unserer Bevölkerung, ein anderes Mindset, dass uns klar ist, was auf dem Spiel steht, nämlich Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung, eine Ausweitung des Krieges gegen Moldau und die baltischen Staaten. Und das kann man nur gebetsmühlenartig wiederholen, was der Kanzler nicht tut. Ihre Interpretation der weiteren Ukraine-Hilfen ist ja absolut konträr zu der von Olaf Scholz. Sie haben das Interview mit Sat.1 gestern angesprochen. Da hat er nochmal gesagt, wir haben fürs nächste Jahr 4 Milliarden Euro, die wir zahlen, die höchste Summe in ganz Europa, was die militärische Unterstützung der Ukraine angeht. Und er hat auch nochmal gesagt, dass in Fragen dieses eingefrorenen russischen Vermögens nichts unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt. Das sehen Sie aber komplett anders? Ja, ich verstehe den Kanzler nicht, warum er da so irrlichtert. Erstens ist noch keine Vereinbarung getroffen, wie die Zinszahlungen rechtlich abgesichert werden. Und zweitens stimmt es ja nicht, was er sagt. Die Ukraine-Hilfen, die in diesem Jahr knapp 8 Milliarden Euro sind, etwas mehr als 7 Milliarden, werden im nächsten Jahr halbiert. Und es ist so, dass diese Mittel bereits alle verplant sind. Es kann nichts Neues dazukommen. Und dazu kommt, wenn er sagt, wir seien die stärksten Unterstützer, stimmt auch nicht. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt liegen wir irgendwo in Europa auf Platz 11 oder 14. Lassen wir es mal unter den ersten 12 sein. Das ist im Verhältnis für die baltischen Staaten, für Norwegen, aber auch für Großbritannien, Dänemark oder Polen eine Ohrfeige, weil diese Staaten sich deutlich mehr anstrengen. Litauen hat über 3% seines Bruttoinlandsprodukts bereits für Verteidigung und die Ukraine-Hilfen erheblich aufgestockt. Also andere Länder tun im Verhältnis mehr. Und Deutschland ist deshalb einer der sehr starken Unterstützer, weil über 70% unserer Ukraine-Hilfe soziale Unterstützung der Flüchtlinge im Inland sind. Das hilft natürlich der Ukraine militärisch überhaupt nicht, sondern zieht höchstens noch mehr Menschen aus der Ukraine an, die wir aber zu wenig in Arbeit bringen. Bei uns arbeiten gerade 20% der ukrainischen Flüchtlinge, in den Niederlanden 70%. Also wir müssen hier deutlich anders vorgehen, um die Menschen in Arbeit und Würde zu bringen. Und auf der anderen Seite das Signal an Putin zu geben, aber auch an unsere eigene Bevölkerung, dass dieser Krieg so rasch wie möglich beendet werden muss. Und das geht mit mehr Hilfe, mit mehr Druck. Und dann hat die Ukraine ja auch ein Verhandlungspfand, wenn sie Gebiete von um den Raum Kursk zurücktauschen kann. Aber dazu muss sie weitere militärische Erfolge haben. Und die bekommt sie nicht, wenn das wirtschaftsstärkste Land Deutschland, das wirtschaftsstärkste Land Europas, seine Hilfen auf sehr niedrigem Niveau einfriert. Auch niedrig im Verhältnis zu den Leistungen anderer Länder. Dann werden wir auch mal sehen, ob es vom Besuch des Kanzlers in Moldau heute weitere Signale Richtung Ukraine gibt. Roderich Kiesewetter von der CDU, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Danke und schönen Tag. Danke. Danke.